Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Gerade mal aus Deutschland. Bitmo neben mir wird mir helfen, euch meine Neuzugänge zu zeigen. Ich habe es ja bereits angekündigt. Es gibt einige Rezensionsexemplare und ich habe auch eine Medimops und Rebuy-Bestellung getätigt. Das bietet sich immer sehr gut an, wenn wir mal nach Deutschland fahren. Und da die Grenzen jetzt wieder offen sind, haben wir uns einfach mal getraut und sind hergefahren. Und es ist auch sehr schön, meine Familie mal wieder zu sehen und natürlich auch die beiden Hunde. Mara liegt gerade auf dem Sessel hinter euch, also ihr könnt sie nicht sehen. Sie sieht ihm aber sehr ähnlich. Sie ist seine Schwester und beide kommen aus dem gleichen Tierheim wie Sonja. Wir haben sie letztes Jahr aus Krakau nach Deutschland gebracht zu meiner Mutti und ja, da wohnen sie ganz glücklich. Ihr habt im Thumbnail ja schon meinen Stapel gesehen. Ich zeige ihn euch noch mal hier ganz kurz. Ich habe die Adressen schon überall abgemacht, aber die Päckchen noch nicht auf. Deswegen werde ich jetzt wohl mit einer Schere ein wenig herumhantieren müssen. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Ich beginne aber mal mit einem Buch, das bereits ausgepackt ist. Das hat meine Mutti aufgemacht, da sie nicht sicher war, was in dem Paket ist. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Reklamverlag, das ich schon vor langer Zeit angefragt hatte, das aber oder dessen Erscheinen um einiges verschoben wurde. Das ist aus dieser Orangenreihe, also bedeutet, dass das hier der Text im Original und in der deutschen Übersetzung enthalten ist. Und das ist von John Locke, An Essay Concerning Human Understanding oder Ein Versuch über den menschlichen Verstand. Es ist ein recht umfangreiches Werk, allerdings ist es bereits ein gekürzter Text. Das ist eine Auswahl aus diesem wirklich wahnsinnig großen Werk von John Locke, in dem er sich der menschlichen Erkenntnisfähigkeit widmet. Das ist nur ungefähr ein Drittel. Also der Text wurde um zwei Drittel gekürzt und neu übersetzt. Die vorherige Übersetzung stammt aus den 1910er Jahren, also ist es hier auch schon langsam mal an der Zeit, eine moderne Übersetzung hinterher zu bringen. Und ich bin hier sehr gespannt darauf. Ich habe schon lange nichts mehr Philosophisches gelesen und habe riesig Lust auf dieses Buch. Es erschien im Original 1689 und ich bin gespannt, wie sich das heute lesen lässt. Und jetzt geht es aber wirklich ans Auspacken. Wir beginnen hier vielleicht einmal mit meiner aktuellsten Bestellung. Das ist von Medimops. Die passt auch gut zum Jane Austen July. Wenn ihr mein Video gesehen habt mit meinem TBR, dann wisst ihr, dass ich für eine der Aufgaben noch gar kein Buch da hatte. Und das war die Aufgabe, Non-Fiction zu lesen. Also ein nicht fiktionales Werk über Jane Austen oder über ihre Zeit. Ich habe das Paket jetzt auch so aufgeschnitten, dass die Folie immer noch ganz war. Und ich habe mir hier gleich etwas bestellt bei Medimops, da ich nichts zu Hause hatte. Drei Bücher sind hier. Das eine sieht wirklich sehr, sehr eklig aus, wenn ich das jetzt hier schon so sehe. Vielleicht beginnen wir einfach mal mit dem. Ich zeige euch das mal hier rein. Hier könnt ihr vielleicht auch die Flecken überall drauf sehen. Das ist Geliebte Jane. Und es geht um eine Liebesgeschichte von Jane Austen mit John Spence. Aber ich denke, dass ich das wohl zurückschicken werde. Also das ist mir doch ein bisschen zu eklig. Die anderen beiden allerdings sehen soweit ganz gut aus. Das sind englische Bücher. Das nächste hier ist von John Mullen, What Matters in Jane Austen. Und hier wird ihre Zeit, in der Jane Austen lebte, soziologisch erklärt. Also hier bekommen wir einfach das ganze Drumherum mit. Welche Anstandsregeln galten, welche Mode war gerade in und so weiter. Und das dritte Buch dieser Bestellung ebenfalls mit dem Thema Jane Austen, auch ein englisches Buch von Paula Byrne. Ich denke, so wird es vielleicht ausgesprochen. The Genius of Jane Austen. Und hier geht es um Jane Austen und Theater und Film in zweierlei Hinsicht. Zum einen
greift das Buch Jane Austens Liebe zum Theater auf. Sie hat wohl auch selbst in Amateurproduktionen mitgewirkt und ist sehr gerne selbst ins Theater gegangen. Wie das Theater und auch die Stücke ihr Werk beeinflusst haben, was wiederum auch Jane Austens Romane so filmadaptierbar machen. Und es geht auch auf die modernen Filme der Jane Austen Bücher ein. Also ich bin auch auf dieses sehr gespannt, vor allem da ja auch der Jane Austen July, ja, der Jane Austen July nicht nur die Bücher, sondern auch ein paar Jane Austen Filme mit aufgreift. Deswegen bietet sich das Buch ganz gut an. Diese beiden werde ich behalten, aber ja, das andere versuche ich mal zurückzuschicken. Das ist wirklich nicht schön. Aber gehen wir weiter. Wir können vielleicht auch gleich direkt mal den Rebuy-Vergleich machen hier. Das ist das nächste Paket. Und das habe ich schon vor einer ganzen Weile bestellt und ich bin mir gar nicht mehr so richtig sicher, was hier drin ist. Also wird das jetzt für mich und für euch eine Überraschung sein. Und ich krieg's auch gar nicht auf. Ich stelle mich hier bestimmt gerade ziemlich blöd an, aber naja. Hier könnt ihr schon mal reinschauen. Und zumindest die Buchrücken sehen schon mal viel besser aus. Es sind keine undefinierbaren, ekelhaften Flecken drauf. Die sind hier auch sehr schön zusammengehalten von diesem Papierband. Und wir gehen jetzt einfach mal der Reihe nach durch. Ah ja, an das erinnere ich mich sogar noch, dass ich das bestellt habe. Das habe ich bestellt aufgrund des Buches Abenteuerreisen der Frauen, das ich gelesen habe. Und ich habe dann einfach Lust bekommen, noch mehr Abenteuer zu lesen. Und habe mich hier für einen, ja, man kann vielleicht doch schon sagen, Klassiker entschieden, von Heinrich Harrer, 7 Jahre in Tibet. Ihr habt bestimmt den Film mit Brad Pitt gesehen oder wenn nicht, habt ihr zumindest von der Geschichte gehört. Und es geht hier um einen Mann, der nach Tibet kam und dann auch dort eine ganze Weile blieb. Er wurde Freund des Dalai Lama und in diesem Band soll es wohl auch, oh ja, hier habe ich schon ein paar gesehen, Originalaufnahmen mitgeben. Das ist schon eine etwas ältere Ausgabe, aber ich finde, sie hat auch ihren eigenen Charme. Ich mag das eigentlich, so ein paar abgekrabbelte Taschenbücher, wenn sie nicht eklige Flecken haben, dann mag ich die ganz gerne. Also hierauf freue ich mich auch schon. Dann habe ich hier eine Gedichtsammlung, die mir, ich weiß gar nicht mehr wo, ins Auge fiel und die hat mich einfach nicht mehr losgelassen und ich hatte mal wieder Lust auf Gedichte und ich war dann überrascht, dass es das bei Rebuy gab, denn meistens gibt es dort die eher, ja, die Bücher, die nicht so wirklich auf die Bestsellerlisten kommen, sind nicht ganz so häufig vertreten und ich habe dann direkt zugeschlagen von Szilard Bourbély. Berlin Hamlet Gedichte. Das ist einfach eine Gedichtsammlung. Ich sehe hier schon, die sind relativ umfangreich, auch die Gedichte. Und es ist wohl einer der bekanntesten und erfolgreichsten ungarischen Dichter der Neuzeit oder der Gegenwart. Er wurde sehr gelobt, nicht zuletzt wegen der Mittellosen, das vor ein paar Jahren erschien und das wohl auch auf den Bestsellerlisten war oder auf, wurde irgendeinen Preis gewonnen hat. Auf alle Fälle war das sehr, sehr bekannt. Ich habe es aber selbst noch nicht und wollte das gerne mal ausprobieren. Ungarn fehlt mir auch so komplett auf meiner Leselandkarte. Also ich kann mich an kein einziges Buch eines ungarischen Autoren erinnern. Und dann habe ich hier noch zwei Bücher, die mit einem meiner aktuellen Interessengebiete zu tun haben. Zum einen hier von Elli Widmo. Widmo weint ein wenig, weil meine Mutti gerade runtergegangen ist. Und ja, sie sind gerade sehr daran gewöhnt, dass meine Mutti zu Hause ist. Und Widmo hatte auch gestern eine Zahnbehandlung, das scheint so das aktuelle Thema zu sein bei unseren Hunden. Er hat aber noch Zähne, nicht so wie Sonja. Ah, und passend dazu auch dieses Buch von Elli H. Radinger, Die Weisheit alter Hunde. Das ist ein Erlebnisbericht, Erfahrungsbericht, so ein bisschen auch mit Sachbuchelementen über Hunde und alte Hunde im Besonderen. Ja,
wenn man einen alten Hund hat, dann liest man wohl auch gerne darüber. Und das nächste Buch von Ulla Lachauer, ebenfalls wieder eine Art Erfahrungsbericht, Sachbuch von Bienen und Menschen. Ich habe im Juni zusammen mit meinem Partner einen Imkerkurs besucht im Krakauer Botanischen Garten und das war wahnsinnig interessant. Wir durften auch selbst an den Bienenstöcken arbeiten und haben einiges gelernt, allerdings auch noch nicht genug, um uns wissend genug zu fühlen, uns wirklich mit Bienen abzugeben. Aber unser Interesse daran ist noch weiter gewachsen und ich habe mich nach Literatur umgeschaut und fand dieses Buch sehr ansprechend, denn es geht um die Autorin und wie sie durch Europa reiste und verschiedene Imker und deren verschiedenen Herangehensweise an die Bienenhaltung besucht hat und sie befragt hat darüber. Ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Also sie ist durch Europa gereist, hat verschiedene Imker besucht und hat hier ihre Erfahrungen niedergeschrieben. Ich finde Bienen sehr faszinierend und freue mich ebenso auf dieses Buch. Und ich muss ehrlich sagen, Rebuy hat mich nicht enttäuscht. Also hier sind die Zustände der Bücher auch echt gut. Ich blende euch vielleicht, oder das habt ihr jetzt auch schon die ganze Zeit gesehen, ich habe euch jetzt immer mit eingeblendet, welchen Zustand ich bestellt habe. Und ich bin mit allen zufrieden. Ich bin eigentlich nicht so pingelig, bis auf geliebte Jane. Und ich möchte es auch nicht mehr unbedingt anfassen, um euch das nochmal in die Kamera zu halten. Und jetzt kommen wir hier noch zu den beiden Rezensionsexemplaren, die ebenfalls noch ankamen. Die zeige ich euch natürlich auch noch, falls diese Band hier abkommt. Ja. Oh, das sieht aber sehr schön aus. Das hier ist aus dem Bloggerportal, also von Random House, von Heine Hardcore, Nina Wehe, Vaters Wort und Mutters Liebe. Das ist eine Familiengeschichte, die wohl sehr einschlagend gewesen sein sollte, als sie in Finnland oder in Schweden herauskam. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher. Es ist mal eine etwas dunklere Familiengeschichte und es soll darum gehen, wie stark die Bande zwischen den einzelnen Familiengliedern, allen voran den Geschwistern ist, wie wohl die Liebe der Mutter alles überschattet, im positiven Sinne, und der Vater das alles wiederum ein wenig in die Dunkelheit zieht. Also ich bin sehr gespannt hierauf. Ich finde auch das Cover mit den Ratten, die hier an den Schwänzen verbunden sind, von Weitem sieht das eher aus wie eine Blume, ne? Und wenn man dann näher ranschaut, dann sieht man hier, dass das Ratten sind. Ich bin sehr gespannt. Und der letzte Neuzugang für dieses Video. Ich habe noch zwei andere Bücher, die in diesem Monat noch eingezogen sind. Und die zeige ich euch dann einfach im Lesemonat wieder mit, weil die kamen direkt nach Krakau und nicht nach Deutschland. Und Deutschland ist immer sehr verhängnisvoll, was meinen Sub und meine Neuzugänge angeht. Und hier haben wir ein weiteres Rezensionsexemplar aus dem Penguin Verlag, Eine Frau in New York von Vivian Gornick. Das ist ein Buch, das von einer Feministin geschrieben wurde, Vivian Gornick, die hier uns an ihren Streifzügen durch New York teilhaben lässt. Es steht hinten drauf, dass sie eine Suchende ist und dass ihr Herz wohl nichts anderes so sehr beruhigt, als durch die Straßenschluchten New Yorks herumzuspazieren und dabei allerdings auch den Kontakt zu anderen Menschen zu suchen und sie auf verschiedene Dinge hin zu befragen, um auch Antworten für sich selbst zu finden. Ich finde, das klingt ganz wundervoll und bin auch auf dieses Buch ebenso sehr gespannt wie eigentlich auf alles andere. Ich könnte schon wieder jedes gleichzeitig beginnen, aber macht das natürlich nicht. ihr werdet von den Büchern sehr bald hören in meinen Lesemonaten und natürlich auch in Einzelrezensionen
zu den Rezensionsexemplaren, zu den drei, die ich erhalten habe, also diesen drei. So rum vielleicht besser. Und damit bedanke ich mich bei euch fürs Schauen. Mich würde sehr interessieren, was ihr mit dem Buch Geliebte Jane machen würdet. Stört euch sowas oder macht ihr das einfach selbst sauber? Welche Zustände sind für euch noch okay bei gebrauchten Büchern und welche nicht so sehr? Ich habe mit gebrochenen Buchrücken und auch geknickten Seiten oder Leserinnen, alles das schief gelesenen Büchern, keinerlei Probleme. Was mich aber wirklich stört, ist, wenn die dreckig sind. Also wenn irgendwas Ekliges wohl mit den Büchern passiert ist. Okay, genug dazu. Vielen Dank fürs Schauen. Ich hoffe, ihr habt noch eine ganz wundervolle Zeit und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!